Dominik Kiszewski von CapTrader. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer heutigen Superveranstaltung mit Mario Lüdemann, News Trading. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns loslegen, damit wir möglichst die Zeit optimal nutzen können. News Trading ist sicherlich die spannendste Art für die meisten tatsächlich an der Börse, weil man hier wirklich sehr, sehr einfach Geld verdienen kann. Ich würde das heute so gestalten, dass ich am Anfang so ein bisschen zeige, worauf es beim Trading, vor allen Dingen beim News Trading ankommt. Ich werde aber auch ein paar Beispiele mitgebracht, werden dann am Ende auch noch 2, 3 Live-Beispiele bringen, die jetzt gerade aktuell auch gelaufen sind. Oder wenn ihr eine Aktie habt, wo ihr sagt, da ist gerade eine News rausgekommen, dann können wir darauf natürlich auch eingehen. Was ist beim News Trading eigentlich so spannend? Da kommen wir gleich drauf. Was gucken wir uns an? Also, welche Handelssetups machen tatsächlich Sinn im News Trading? Welche verwende ich auch? Und dann vor allen Dingen, wie kann man es praktisch umsetzen? Das ist etwas, was aus meiner Sicht wirklich extremst immer wichtig ist, nicht nur in der Theorie, sondern was auch in der Praxis funktioniert. Und wenn wir hinten raus noch ein bisschen Zeit haben, würde ich auch noch mal so ein bisschen gegenüberstellen wollen, wo ist der Unterschied als News Trader zwischen einem, der das hauptberuflich macht, denn ich sehe hier aus dem Blickwinkel, dass wir auch einen hauptberuflichen Trader mit dabei haben, oder die das eben so neben ihrem Beruf machen, weil das nämlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen auch sind. Unser Ziel für heute ist, dass du verstehst, warum News Trading eigentlich so effektiv ist und wenn nicht sogar die sicherlich beste Form des Tradings, weil man hier, egal ob man das hauptberuflich oder nebenberuflich macht, tatsächlich den größten Gewinn erzielen kann. Für wen ist so ein Webinar geeignet? Und dann schließe ich jetzt tatsächlich ja unseren hauptberuflichen Händler fast aus. Nämlich immer dann, wenn du natürlich wenig Erfahrung hast, also noch gar nicht wirklich hochprofitabel agierst. Und was meine ich mit hochprofitabel? Ihr wisst es, dass ich das nicht mag, so unfassbar hohe prozentuale Summen in den Raum zu setzen. Trotzdem sage ich immer so, als Trader sollte man mindestens 1% pro Woche erreichen wollen. Also irgendwas 40-50%, je nachdem, wie Woche man im Jahr arbeitet. Das sollte das Minimumziel sein. Auch 2% dürfen eigentlich für einen Trader kein großes Problem darstellen. Und die Daytrader, die machen natürlich deutlich, deutlich mehr noch an Performance. Wenn sie denn profitabel sind. Und wenn ihr das noch nicht habt, dann solltet ihr auf jeden Fall heute mit dabei bleiben. Alex, bei dir wissen wir ja, dass du eine deutlich, deutlich höhere Performance hast als diese 1, 2, 3%. Ich weiß. Okay. Du hast doch vielleicht schon als Trader vielleicht viele verschiedene Sachen probiert, Optionen, CFDs und bist trotzdem nicht in die Profitabilität gekommen. Und da liegt es eben oft tatsächlich daran, dass den Ansatz, den man verfolgt, eben nicht duplizierbar ist. Und das ist aber etwas, was als Trader eben sehr wichtig ist. Es ist auch eigentlich gar nicht mal so unbedingt wichtig, dass man sagt, das ist jetzt dieser eine Ansatz, der wirklich für alle funktionieren muss, sondern es ist eher so, dass tatsächlich einige Ansätze gut funktionieren im Handel. Sie müssen aber duplizierbar sein und da scheitern eben die meisten dran. Und was für mich eben wichtig ist, und darauf sollte man auch immer achten, das ist wirklich, warum macht man denn eigentlich Trading? Ich habe damals angefangen zu traden, weil ich damit Geld verdienen wollte und hauptberuflich habe ich es dann angefangen 1998, weil ich eben nebenberuflich mehr Geld verdient habe als vorher in meinem Hauptberuf als Vertriebsleiter. So, und das ist eben oft so, dass man eben sagt, ich möchte neben meinem Beruf ein zweites Einkommen machen, was auch total super ist. Und wenn man darüber hinaus dann den Schritt macht und sagt, ich möchte damit noch mehr Geld verdienen, ja, umso besser. Ich weiß, es sind wieder viele neue dabei, deswegen nur 3, 4 Sätze wirklich kurz zu mir. Die meisten werden mich sicherlich kennen. Ich handle seit über 25 Jahren hauptberuflich. Seit 1996 habe ich die erste Aktie gehandelt, Deutsche Telekom Aktie. Ich versuche kontinuierlich im Tageschart immer Renditen um die 40-50% im Jahr zu erzielen. Der Handel auf Stunde und Daytrading bringt natürlich noch viel, viel mehr Performance. Die möchte ich aber hier nicht nennen, damit das nicht so aussieht, als wenn Trading wirklich die einfachste Art des Geldverdienens ist. Deshalb finde ich auch so Renditen, wenn Kunden sagen, ich mache 1% durchschnittlich in der Woche, ist das vollkommen in Ordnung. Selber bin 2-mal ausgezeichnet worden hintereinander als Trader des Jahres, war auch schon bei den deutschen
Börsenmeisterschaften auf Platz 2 gewesen. Also von daher macht mir unfassbar viel Spaß. Heute auch mal anders als sonst hier beim Wochenausblick einmal einen Blick auf unser Team. Ich mache das nämlich nicht alleine. Das wird auch gar nicht funktionieren, sondern wir haben ein großes Expertenteam bei uns, die dafür sorgen, dass es bei uns am Ende des Tages wirklich alles gut funktioniert. Und was ich mache, ist eben sowohl Ausbildung live als eben auch im Online-Bereich. So, da würde ich sagen, warum ist das Thema Börse so wichtig und vor allen Dingen auch das Thema News Trading? Aus meiner Sicht ist es total wichtig, dass jeder wirklich ein Verständnis dafür bekommt, dass Investieren und Traden an der Börse etwas ist, was ihr selbst machen sollt. Und ich habe da so viel gekämpft auch die letzten Jahre. Ich habe das gerade noch vor einer Stunde in unserem Webinar erzählt. Wir haben es endlich geschafft, tatsächlich den Schritt in die Schulen zu bekommen, um dort über das Thema finanzielle Unabhängigkeit zu sprechen, weil das Thema wirklich so brennt. Weil wenn man an Thema Rente und denkt, ist es unfassbar wichtig, dass wir hier etwas tun. Das Problem ist nur, dass die meisten Deutschen es gar nicht verstehen, warum man das denn überhaupt machen sollte. Und deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein und darüber zu sprechen, 2-3 Minuten, um dann wirklich auch zu zeigen, warum gerade News Trading so besonders spannend ist und warum ihr das unbedingt auch in euer Trading mit einbringen solltet. Denn wenn wir uns mal die vermögendsten Menschen dieser Welt anschauen, die investieren alle, entweder in ihr eigenes Unternehmen oder eben über Aktien an der Börse. Und das solltet ihr am Ende eben auch machen. Und was sicherlich ganz wichtig ist, Börse muss nicht schwierig sein. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Die größten Vorurteile, die es gibt, ist, dass es ein langer Weg ist, den man hier häufig gehen muss mit vielen Fehlschlägen. Und was allerdings wirklich wahr ist, ist, dass gerade wenn man anfängt und nicht profitabel agiert, und da könnt ihr euch selber mal fragen, ob das bei euch auch so ist, man entwickelt tatsächlich Trading-Gewohnheiten, aber wenn man nicht profitabel ist, dann setzen sich eben auch diese negativen Trading-Gewohnheiten fest. Deswegen solltet ihr möglichst schnell entweder von alleine profitabel werden oder tatsächlich den Weg mit einem Mentor zusammengehen, einer Ausbildung, weil sonst hat man eben diese Trading-Gewohnheiten, die wirklich oft zu großen Problemen führen. Die Vorteile auch beim News-Trading sind nämlich, dass es eine Vielzahl von Einzeltiteln gibt, dass ihr auf steigende und fallende Kurse setzen könnt, dass ihr geringe Startkosten habt, gerade mit einem Broker wie CapTrade. Ich habe auch heute gerade noch mal ein Video dazu gemacht, warum ich ein Riesenfreund tatsächlich auch von dem neuen EU-Verbot bin, was ab 2026 greift. Freie Zeiteinteilung, auch das im News-Trading sicherlich eines der wichtigsten Dinge und dass ihr unfassbares Gewinnpotenzial habt. Also Trading-Ergebnis, wir haben das vorhin noch besprochen, bei uns auch in der Ausbildung, 2, 3, 4% sind ohne weiteres möglich pro Woche zu erreichen. Wie? Das ist eben mit News Trading und nicht so, wie man das vielleicht aus einem Film kennt, sondern ihr braucht natürlich einen vernünftigen Rechner, einen vernünftigen Monitor. Also die Grundvoraussetzung fürs News Trading ist, dass ihr ein gutes Umfeld habt. Auf einem iPad oder auf einem Handy kann man kein vernünftiges News Trading betreiben. Zumindest nicht, wenn ihr es professionell machen wollt und 100, 200% Performance machen wollt. Das ist unfassbar wichtig, also da wirklich das zu machen. Warum viele beim Traden nicht erfolgreich sind, das sind eben, weil sie oft falsche Strategien verwenden, auch beim News Trading, die keinen positiven Erwartungswert haben und oft über Indikatoren handeln. Hier, gerade im News Trading, wird euch das oft das Genick brechen, genauso wie der Handel von Zertifikaten oder Optionsscheinen. Ganz, ganz schwierig in diesem Bereich. Also bitte lasst die Finger beim News Trading weg von diesen gehebelten Produkten, die werden euch oft zum Problem. Und wenn ihr keine Strategie habt, die duplizierbar ist, auch das ist unfassbar wichtig, dass ihr eine Strategie habt, die ihr für euch duplizieren könnt, weil ansonsten bekommt ihr auch keine Erfolgskontrolle. Und ob man das jetzt hören will oder nicht, weil das ist wirklich eines der wichtigsten Punkte, wenn ihr nicht eure Strategien kontrollieren könnt, kein Trading-Journal führt. Also diese Grundsätze, über die ich in jedem Vortrag immer wieder am Anfang 5 Minuten spreche, wenn ihr die nicht nutzt, dann werdet ihr seltenst wirklich erfolgreich werden. Also ihr braucht die richtigen Grundlagen, um erfolgreich zu handeln. Und das kann für viele tatsächlich das Thema News Trading sein. Denn für mich war das damals schon vor über 25 Jahren der Schlüssel zum Erfolg. Und es ist auch heute noch so, dass ich die größten Gewinne im News Trading mache. Und warum?
Ich handle zum Beispiel vor allen Dingen eben Aktien zu durchschnittlich 99%, weil hier, und auch das ist eines der Dinge, die so wichtig sind im Handel, auf jeden Fall darauf zu achten, dass ihr die richtigen Dinge handelt. Also wenn ihr zum Beispiel Devisen nehmt beispielsweise und handelt die dann im Sekundenmarkt oder im Minutenmarkt, ist das deutlich, deutlich schwieriger als der Handel von Aktien. Das schauen wir uns gleich an. Ihr braucht einen duplizierbaren Handelsplan, dass ihr genau wisst, wann will ich was handeln und vor allen Dingen, wann möchte ich das handeln? Also welche News möchte ich, in was für einem Trendverhalten sollen die Aktien sein und wie ist die aktuelle Volatilität? Ich wette, dass die meisten nicht von euch darauf achten, wie hoch tatsächlich die Volatilität gerade in den Märkten ist, weil das ist wichtig für die Stops. Wie muss ich genau bei diesen Aktien damit umgehen? Wenn man zum Beispiel Aktien hat wie heute, man tradet sie intraday mit 5% oder 10% Gap. Wie geht man an solche Dinge ran? Und wie ich den Trade dann umsetze, das jetzt auch nochmal so zum Schluss, ist dann tatsächlich der markttechnische Grundansatz, dass Trends eben länger anhalten, als dass sie sich umkehren. Risikomanagement, glaube ich, das ist klar für euch. Da solltet ihr natürlich wissen, auch beim News Trading, dass das eines der entscheidenden Faktoren ist, neben eurem Handelsansatz, wo die meisten Trader dann noch dran scheitern können, ist tatsächlich die psychologische Komponente. Gehen wir aber heute gar nicht weiter drauf ein. So, jetzt kommen wir zu den News. Welche News sind denn erfolgreich und welche Newsquellen sollte man auch nutzen? Das ist auch die Frage von Frank gewesen. Da gibt es unterschiedliche. Komme ich sofort drauf. Erstmal ist es wichtig, warum sind News so wichtig und wo findet man diese? Ich würde zum Beispiel immer tatsächlich schauen, bin ich hauptberuflicher Händler, Frank, oder nebenberuflich. Wenn ich auf Tag und Stunde handle, reichen tatsächlich normale Internetplattformen, wo Nachrichten als ad hoc veröffentlicht werden, wie beispielsweise die Seite von Finanznachrichten. Sobald man es professioneller angeht, ist es, und das ist wichtig, dann darauf zu schauen, dass man Realtime-Daten hat. Das heißt, hier schaue ich zum Beispiel, ich bekomme meine Daten über DPA, also Deutsche Presseagentur. Die werden im Sekundentakt verschickt zwischen 200 und 400 Nachrichten beispielsweise am Tag. Das ist der Bereich, der aus meiner Sicht sicherlich mit Abstand der beste ist. Ihr könnt auch natürlich Nachrichtendienste wie Bloomberg oder Reuters nehmen. Die kosten aber im Schnitt 10 bis 20 Mal so viel. Das heißt, DPA ist wirklich mit Abstand hier im deutschsprachigen Markt sicherlich der günstigste Anbieter. Warum sind Nachrichten so wichtig? Weil sie eben eine erhöhte Aufmerksamkeit mit sich bringen und euch Top-Trading-Chancen bringen. Mehr als jede andere Art des normalen Handels, den ich ja auch tagtäglich mache, bekommen wir hier wirklich die größte Dynamik hinein. Und wie gesagt, wir können uns gleich gerne Nachrichten oder auch Trades von euch anschauen, wo ihr sagt, okay, die und die Aktie hat jetzt gerade eine News rausgebracht. Wie kann man da rangehen? Weil man sieht immer, dass man, wenn man einen vernünftigen Ansatz hat, diesen eben auch besonders gut umsetzen kann. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht und sicherlich eine der Werte, die besonders spannend sind, ist sicherlich damals Uniper gewesen. Uniper ist abgespalten worden von einer anderen Aktiengesellschaft. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir haben hier die Krise im Strommarkt gehabt. Uniper ist hier massiv unter Druck geraten. Ihr seht hier noch die rote Linie. Das ist die 200-Tage-Linie. Wenn man dort drunter ist, unter der 200-Tage-Linie, dann ist es eben so, dass man schon mal weiß, okay, die Aktie ist schon mal schwach. Die kommt von oben, läuft nach unten. Wir sehen hier auch ganz gut, dass es hier kontinuierlich nach unten weggelaufen ist. Und jetzt ist etwas passiert und das ist eben so spannend. Wenn man Nachrichten liest und dann macht es wirklich den Unterschied, handelt ihr als Daytrader, also ihr lest die Nachricht und setzt das innerhalb von 3 bis 5 Sekunden um. Wenn ihr das nicht schafft in dieser Zeit, seid ihr eigentlich schon meistens erst in der zweiten Welle dabei oder seid ihr Händler, die tatsächlich erst am nächsten Tag handeln. Das sind sicherlich 90-95% der Trader, die das Ganze am nächsten Tag handeln. Dafür ist es aber duplizierbar, anders als Daytrading, wo man dann doch viele, viele Sachen individuell entscheiden muss. Und deswegen möchte ich euch hier zeigen, wie einfach es ist eigentlich, duplizierbar das Ganze zu machen. Und zwar ist die Nachricht über den Ticker gelaufen, dass der Bund bei Uniper einsteigt, weil das Unternehmen von der Insolvenz bedroht war und man für
5 Euro und tiefer einsteigen wollte in dieses Unternehmen. Die Nachricht ist rausgekommen. Man sieht das hier. Die Aktie ist auch an dem Tag zwischenzeitlich mehr als 15% gefallen. Und was dann am nächsten Tag, als es wirklich jeder verstanden hat, passiert ist, ist dann hier, dass dieser Durchbruch gekommen ist, also auch unter das Tief. So, und jetzt kann man natürlich auf den unterschiedlichsten Zeitebenen handeln, ob jetzt im Tageschart, in der Stunde oder auch Intraday. Ich möchte es euch hier am Tag zeigen, weil daraus kann man wirklich erkennen, wie schnell man hier 20-30% Performance eben auch mitnehmen kann. Einfacher Ansatz, wenn man das auf dem Tageschart macht, man geht an einem festen Punkt, der vorher fest definiert ist, im Handelsplan rein. Bei mir hier zum Beispiel ist es das Tief gewesen, einfach eine Order aufzusetzen und dann einfach die Stops oberhalb der Hochs mitzunehmen, um dann bei seinem Ziel beispielsweise hier bei Uniper bei 5 Euro beispielsweise die Position dann glatt zu stellen. Das sieht prozentual nicht viel aus, aber wir haben hier halt eine Bewegung von knapp unter 9 Richtung 5. Das heißt, wir reden hier von einer Performance von 40%, die man in einem solchen kurzen Weg eben mitnehmen kann, und zwar relativ sicher, weil der Kurs, zu dem der Bund einsteigen möchte, stand ja da. Und das ist eben etwas, was extremst wichtig ist, dass man solche Dinge eben ganz klar hat und dies dann eben auch am Ende für sich entsprechend umsetzen kann. Weiteres Beispiel, Fresenius Medical Care. Wenn man sich den Chart anschaut, auch hier kommt man auf den ersten Blick gar nicht drauf, dass man diese Aktie jetzt unbedingt handeln möchte, es sei denn, es gibt eben eine entsprechende News dahinter, und das kann man hier ganz gut sehen. Es hat hier ein kleines Gap gegeben, die Aktie ist dann sehr schnell nach unten ausgebrochen. Auch hier im Prinzip der gleiche Ansatz nach der News, einfach nur festlegen, wo möchte ich meinen Sell setzen. Ich arbeite hier immer mit Stop-Sell-Orders beziehungsweise Stop-Sell-Limit-Orders. Hier ist die Ausführung und dann sieht man nochmal dieser riesige Abverkauf, der Rücklauf dann nochmal und dann nochmal final runter, bis man dann ausgestoppt wurde mit einem Gewinn von 30%. Klar, es sind 6 Wochen darüber vergangen, aber 30% Performance ist natürlich auch etwas, und das ist etwas, wo ich immer sage, das kann eben jeder auch machen neben seiner Arbeit. Klar, wenn ich Daytrader bin, dann muss ich natürlich davor sitzen, dann muss ich das Ganze natürlich auch machen. Aber wenn ich eben nicht Daytrader bin, wenn ich wirklich abends nach Hause komme und ich sehe, okay, da gab es eine Nachricht, der Markt hat darauf reagiert, dann kann ich das wirklich umsetzen, indem ich dann einfach abends oder am nächsten Morgen meine Order aufsetze. Ich muss ja nicht mal davor sitzen vor dem Rechner und kann dann das Ganze für mich nutzen, um das dann eben doch sehr gut auch umzusetzen. Wenn man das hinbekommt und das kontinuierlich, dann kann man natürlich unfassbare Gewinne machen als Trader. Die meisten scheitern aber daran, dass sie die Nachrichten nicht lesen möchten, weil ihnen das schon wieder zu aufwendig ist, oder dass sie eben keinen duplizierbaren Handelsansatz haben. Und das Thema mit der Geduld, und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, wenn man diese nicht aufbringt. Und das sieht man ja auch oft, auch wenn man jetzt im Austausch ist, beispielsweise bei Webinaren mit Kunden, dann ist man eigentlich schon immer erster Verlierer im Markt. Denn ein Trader, der nicht auf seine Chance warten kann, und das ist bei News Trading natürlich extrem wichtig, dieses reine Hinterherspringen bringt am Ende wirklich wenig, weil man keine guten Stops setzen kann, kein gutes Chance-Risiko-Verhältnis bekommt, anders eben als bei solchen Trades, auf die man wirklich warten kann und dann das Ganze dann am Ende auch für sich dann zu einem profitablen Trade gestalten kann und nicht einfach sagt, ich steige hier jetzt einfach mal blind aus und lässt seine Gewinne eben nicht laufen. Denn man profitiert langfristig nur vom Trading, wenn man in der Lage ist, seine Verluste zu begrenzen und seine Gewinne laufen zu lassen. Und wenn wir hier dieses Beispiel nehmen, egal wie groß jetzt das Risiko war, ob ihr jetzt ein Risiko von 50 Euro hier hattet oder von 500 Euro pro Trade, bleiben wir mal ruhig bei dem Risiko von vielleicht 50 Euro, dann ist das mal Faktor 9, also 450 Euro Gewinn. Derjenige, der mit 500 Euro arbeitet,
beispielsweise, weil er ein 50.000 Euro Konto hat, der hat hier im Prinzip das mit einem einzigen Trade verdient, was andere im ganzen Monat oft verdienen, nämlich mit einem Trade 4.500 Euro realisiert. Und darum geht es am Ende im Trading. Denn natürlich haben wir sehr viele kleine Gewinne, genauso wie wir kleine Verluste oft haben. Aber wenn wir diese großen Trades laufen lassen, dann können wir hier eben extremst viel Geld verdienen. Ich lese gerade schon, Alex schreibt schon, für 450 Euro stehe ich morgens nicht mal auf. Das kann ich gut verstehen, Alex, ich auch nicht. Aber du weißt selber, wenn man anfängt im Trading, dann starten die meisten tatsächlich entweder mit einem kleinen Konto oder eben mit einem kleinen Risiko. Wenn man so agiert wie du oder wie ich oder wie viele andere, die sicherlich auch hier sind oder erfolgreich traden, dann ist das Ziel natürlich, möglichst jeden Tag auch vierstellig zu sein. Und dann braucht man natürlich auch ein anderes Risikomanagement. Aber grundsätzlich ist es genau das natürlich, was du möchtest und was ich möchte und was viele andere von euch auch wollen, eben kontinuierlich möglichst jeden Tag 1.000 Euro oder mehr als Trader zu verdienen. Ein Trade, der fast immer aufkommt und in dieser Aktie, das ist Tesla, und nicht nur jetzt Anfang Januar, auch jetzt wieder vor ein paar Tagen, ist hier der Einstieg. Wir hatten hier ein Gap gehabt in der Tesla-Aktie, anschließend die Konsolidierung, dann am nächsten Morgen wieder ein kleines Gap, dann hier die Auslösung unserer Order mit Stop, Order mit Limit. Und von dort aus dann den Einstieg. Und von dort aus ist die Aktie dann auch in den darauffolgenden Tagen Stück für Stück gestiegen, die Stops immer unter den Tiefs nachgezogen, bis wir dann hier dann ausgestoppt werden. Das ist eigentlich ein duplizierbarer Ansatz. Und gerade in der Aktie von Tesla funktioniert der halt wirklich extremst gut. Ich habe alleine, glaube ich, im letzten Jahr 8 oder 9 solcher Trades allein in der Tesla-Aktie umsetzen können. Wie gesagt, hier Anfang des Jahres dieser Trade auch, den wir hier machen konnten. Und jetzt vor, ich glaube, 10 Tagen etwa gab es wieder die Möglichkeit in Tesla, den können wir uns auch gleich nochmal live in dem Agena Trader anschauen, dann immer wieder die Möglichkeit, genau solche Trades eben mitzunehmen. Oft ist es so, wenn man solche Trades sich im Nachgang anschaut, dass man immer denkt, naja, das ist ja prozentual gar nicht so viel, weil es eben nicht so viel in der Höhe aussieht. Doch wenn man mal ein bisschen genauer schaut, dann ist es eben doch ein extrem guter Trade, der hier auch wieder 20% Performance mitgebracht hat. Und diese Trades addieren sich natürlich Stück für Stück immer mehr. Und das merkt ihr vielleicht auch schon, wenn ihr jetzt mal schaut, okay, wie hoch ist denn so die eigene Performance, die man macht mit seinem Handelsansatz, den man nutzt. Und wenn man dagegen jetzt mal sieht, okay, ich mache jetzt Trades, wo ich eben immer ein Vielfaches oft von meinem Risiko erreichen kann. Natürlich funktioniert auch hier nicht jeder Trade. Auch die Frage hatten wir letzte Woche auch, wie hoch sind denn so die Trefferquoten im Trading? Das ist natürlich extremst unterschiedlich. Das hängt von der Zeiteinheit ab, in der man handelt, ob man Tagestrader, Stundentrader oder auch 5 Minuten oder Minutentrader ist. Die durchschnittlichen Trefferquoten schwanken da tatsächlich irgendwo zwischen, ja, Anfang 40 bis irgendwie in die 60-65% hinein. Ich war noch vor 2 Wochen bei einem großen Treffen mit einigen hauptberuflichen Händlern. Dort war es zum Beispiel so, die haben eine Strategie, deren Trefferquote liegt bei 32-33% nur, haben allerdings einen durchschnittlichen Gewinn von über 4 R. Das heißt also, auch das ist hoch profitabel. Deswegen die Trefferquote alleine sagt eigentlich gar nichts aus im Handel, sondern es geht immer darum, das im Kontext zu sehen, wie lange könnt ihr auch eure Trades offen lassen. Das ist etwas, was extrem wichtig ist im Handel. Das heißt, es geht immer um diese beiden Faktoren, wie man die zusammenbekommt. Das ist das, was wichtig ist. Und so entstehen dann tatsächlich Gewinne im Trading, die dann eben dahin gehen, wo die meisten eben auch hinwollen, oberhalb von 50 oder 100%. Weil das, was da drunter ist, ist natürlich oft tatsächlich so etwas, wo man, wenn man ein großes Konto hat, wenn man 7-stellig unterwegs ist, dann ist es eigentlich egal, ob man jetzt 20, 25 oder 30% macht. Aber in dem Moment, wo man eben kleinere Konten hat, 25, 50.000, vielleicht auch 100.000, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man eben auch, was die Performance angeht, dann eher bei 100% plus X liegt, damit das, was man da erreicht als Trader,
auch wirklich nennenswert ist und dass man sagen kann, okay, hier habe ich eben den Sprung auch in den hauptberuflichen Handel, den ich eben auch nutzen kann. Wir hatten vor einigen Wochen damit zu tun gehabt, dass wir nochmal eine Bankenkrise gehabt haben, die Silicon Valley Bank, die insolvent gegangen ist. Die Nachricht kam am Donnerstagabend raus, freitags sind die Aktien schon gefallen. Ich selber war zu dem Zeitpunkt in der Schweiz gewesen zu einem Vortrag, habe nur gesehen, dass die Aktienmärkte gefallen sind, bin dann am Wochenende zurück und habe dann montags bei uns dann im Screening-Dienst haben wir uns dann die Deutsche Bank angeschaut, haben gesagt, okay, also hier ist das Gap entstanden am Freitag, die Aktie ist dann seitwärts gelaufen, haben dann hier ganz normal einen News Trade aufgesetzt. Ihr seht, das Muster, was wir hier zeigen, ist immer das identische Muster, was ich auch benutze für solche Trades. Wir benutzen natürlich auch weitere, aber ich möchte hier immer möglichst jetzt eins zeigen, auch hier wieder unter dem Tief die Position dann aufgemacht und hier kann man ganz gut sehen, der Trade ist dann wirklich auch richtig, richtig gut gelaufen und hier haben wir dann nach dem Gap dann die Position hier auch wieder gut schließen können. Es war ein sehr schneller Trade gewesen im Stundenchart, auch hier wieder gut 10% Performance und es war eben nicht der einzige Trade, also ich weiß, viele Kunden haben auch parallel ganz viele Banktrades auch gemacht. In der Commerzbank ist der Trade eine Stunde vorher möglich gewesen beispielsweise. Auch viele amerikanische Banken sind natürlich unter Druck geraten, wie auch die First Republic Bank. Hier auch mal ein Trade aus dem Intraday-Bereich, um das auch nochmal zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Auch hier ein großes Gap, 23%. Da ist eigentlich auch schon spannend, wer ist denn überhaupt noch in der Lage, mental einen solchen Trade dann auch nutzen zu können, weil das ist ja auch nochmal eine mentale Herausforderung, weil man muss ja auch immer gucken, wenn man keinen duplizierbaren Handelsansatz hat, wo packe ich denn meine Stops hin in diesem Fall? Das ist ja auch immer eine Sache. Das heißt, ihr braucht unbedingt einen Ansatz, der eben duplizierbar ist. Hier ist es eben so, wir haben hier diese starke Abwärtsbewegung gehabt. Der Markt ist hier lange seitwärts gelaufen. Über, wenn man hier schauen, das ist die Handelseröffnung gewesen um 15.30 Uhr und erst hier um 19 Uhr ist es dazu gekommen, dass die Aktie einen Durchbruch gemacht hat, so dass wir hier wirklich dann auch nochmal einen schnellen Trade aufsetzen konnten, den wir dann einfach zum Handelsende um 22 Uhr schließen konnten. Wichtig für mich, das kann natürlich jeder in seinen Handelsregeln selber festlegen, ist, dass ich Daytrades nicht mit über Nacht nehme. Warum? Weil mein Initialrisiko eben relativ klein ist und wenn ich so einen Trade mache, mit dem ich halt 25% innerhalb eines Tages mitnehmen konnte, dann reicht mir das natürlich als Trader vollkommen aus, solche Trades dann einfach um abends zu schließen. Klar, meistens laufen die am nächsten Tag nochmal weiter. Aber dann kann ich immer wieder entweder als Daytrader oder als Trader, der im Tag- und Stundenbereich handelt, hier einfach nochmal sagen, okay, dann mache ich hier einfach nochmal eine neue Position auf. Vielleicht noch zwei Worte zum Unterschied zwischen dem hauptberuflichen und nebenberuflichen Händler und dann komme ich auch auf die Fragen, weil immer wieder die Frage aufkommt, ist das Trading dort gleich bei einem hauptberuflichen Händler wie zum nebenberuflichen, wobei nebenberuflich muss man dann auch noch ein bisschen differenzieren, wie wir gerade schon gemerkt haben, weil es gibt nebenberufliche Händler, die machen halt trotzdem auch 3-4 Stunden am Tag oder auch länger. Die meisten, die anfangen und News Trading betreiben, da ist es wirklich so, die schauen entweder, wenn sie von der Arbeit kommen oder bevor sie zur Arbeit gehen, einmal auf die Nachrichten und setzen das dann entsprechend im Stunden- oder Tageschart auch um, das, was sie handeln möchten. Die Trader, die das als Intraday-Händler umsetzen, haben natürlich den Vorteil, dass sie, sobald die Nachricht rauskommt und diese Nachrichten, die Frage ging ja vorhin auch schon mal in die Richtung, sind dann die Händler, die das Ganze per Ad-Hoc-Nachricht auch umsetzen. Das heißt, es sind Zwangsmitteilungen, die dann auch jeder gleichzeitig bekommt. Das heißt, wenn ihr einen Zugang habt zu einem Nachrichtendienst wie Bloomberg, zu Reuters oder auch zur Deutschen Presseagentur, dann bekommt ihr im Regelfall die Nachricht gleich, egal ob ihr jetzt nur wenige 100 Euro bezahlt habt für den Nachrichtendienst oder einige 1.000 Euro bezahlt.
bezahlt. Dieser Zugang ist dann überall gleich. Wenn ihr sagt, nee, ich mache das auf nebenberuflich, dann reicht es eben auch aus 15 Minuten Zeit verzögert, die Daten zu haben. Warum? Wenn ihr sowieso nicht davor sitzt und ihr das umsetzen könnt, dann braucht ihr halt nicht das Geld für den Nachrichtendienst zu bezahlen, sondern könnt dann auch sagen, das investiere ich lieber in andere Dinge, vielleicht in eine gute Software, die es euch ermöglicht, eben automatisiert zu handeln. Dann würde ich tatsächlich sagen, dann reicht auch 15 Minuten. Aber wenn ihr sagt, ihr möchtet das hauptberuflich machen, also sprich auch eine viel, viel höhere Performance zu erzielen, dann würde ich auf jeden Fall auch einen Nachrichtendienst abonnieren, weil nur dann kommt man eigentlich auch dazu, wirklich richtig hohe Performance zu machen, wobei jetzt man noch drüber streiten kann, was ist jetzt nebenberuflich, hauptberuflich. Wir differenzieren das immer so, dass die Leute, die 4-5 Stunden am Tag traden, das sind die, die dann auch die hohe Performance machen und dann eben auch oft als hauptberufliche Trader da sind und die anderen eben dann nebenberuflich, wobei, wie gesagt, ich kenne hier ein paar Ausnahmen hier aus dem Chat auch, die hier wirklich extremst hohe Performance machen, nebenberuflich. Also von daher ist es auch spannend. So, ich gucke mal kurz in die Fragen rein und dann würde ich vielleicht auch noch mal in ein paar Trades der letzten Tage reinschauen. Welche Newsquellen hatten wir schon? Hans fragt nach ATVI. ATVI. Ja, hier haben wir ja zweimal eine starke Bewegung. Einmal hier aufgrund der Nachricht ist die Aktie hier sicherlich ganz stark hochgelaufen. Hier ist es nochmal zu einem kleinen Gap dann von Freitag zu Montag gekommen. Also solche Aktien hier sind natürlich schwer zu bekommen, Hans, in dem Moment, wo du nicht vor dem Rechner sitzt, es sei denn, du hast hier eine entsprechende Order über dem Hoch drinne gehabt. Wenn du das aber nicht hattest, kannst du so eine Aktie eigentlich nur erwischen, tatsächlich, wenn du davor sitzt. Dann allerdings ist es natürlich schon gut möglich, einen solchen Trade eben recht gut zu bekommen. Denn man könnte natürlich hingehen und sagen, okay, beispielsweise, man will jetzt über dem Hoch seine Order aufsetzen. Wenn man jetzt mal rein in den Stundenchart nimmt, dann sieht man schon, dass man da wirklich auch ganz gut reinkommt und zieht dann den Stop beispielsweise eng nach oder man geht halt intraday rein. Das ist ja nochmal das, was dann die meisten auch machen, entweder sofort in den ersten 15 Minuten in die Aktie einzusteigen oder spätestens nach dem Ausbruch, wenn es dann zum Retest kommt, dann hier den Einstieg zu wagen. Alexander schreibt noch, Ende Mai war Uniper ja auch noch mal ganz nett mit der News, dass sie in diesem Jahr wieder Gewinne machen werden und quasi nicht mehr auf russisches Gas angewiesen sind. Genau, also es ist eben immer, dass wir wirklich immer schauen müssen, welche Nachrichten kommen. Und es ist wirklich so, wenn man sich jeden Tag eine Viertelstunde Zeit nimmt, einmal auf die Nachrichten zu schauen, dann könnt ihr einfach unfassbar viel Geld in diesem Bereich eben verdienen. Wie gesagt, ihr müsst halt immer schauen, braucht ihr einen Nachrichtendienst, der wirklich aktuell ist? Also sitzt ihr wirklich auch nachmittags davor, wenn ihr den amerikanischen Markt handeln wollt oder morgens beispielsweise, dann würde ich auf jeden Fall immer einen Nachrichtendienst abonnieren, der Live-Daten eben hat, weil dann könnt ihr einfach solche Trades auch, wie ich vorhin gezeigt habe, in der Deutschen Bank beispielsweise oder auch mit Uniper natürlich viel, viel schneller umsetzen oder auch hier mit ATVI, wo man dann sagen kann, okay, da möchte ich dann eben sehr schnell reinkommen in eine solche Aktie. Es gibt ja fast jeden Tag, gerade jetzt zur Berichtssaison, Aktien, die Gaps machen, wo man dann die Möglichkeit hat, aufgrund von Nachrichten eben sehr schnell einzusteigen. Peter schreibt, hallo Mario, ich bin neu in dem Thema, kannst du bitte nochmal verbildlichen, was man in einem Trade vom Wert einsetzen muss, um einen gewissen Wert herauszubekommen? Ja, kann ich machen, wir können es mal anhand von Tesla machen. Ich gehe mal hier in den Tageschart von Tesla. Wir haben hier beispielsweise hier ein Gap aufgrund einer Nachricht gehabt. Die Umsatzzahlen waren besser als erwartet gewesen. Danach ist die Aktie hier in die Korrektur gegangen. Und jetzt ist ja die Frage, wie kommt man in eine solche Aktie rein? Wie berechnet man das Risiko? Dann
ich sage mal jetzt das Beispiel für den Stundenchart in der Aktie, also hier war das Gap gewesen, dann ist die Aktie hier in eine Korrektur hineingelaufen, das kann man hier ganz gut sehen. Was wir hier sehen, ist halt so diese typische Korrekturbewegung in der Aktie. So, und jetzt gibt es mehrere Ansätze, wie man in die Aktie hinein einsteigen kann. Auf der einen Seite ist man, das sind so die konservativen Anleger oder Trader, die warten halt drauf, bis es hier zum Durchbruch kommt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist eben, man sieht hier diesen aufkommenden Trend mit Trendbruch hier oben, wo man eben sagt, okay, ich bekomme hier einen relativ kleinen Stop angeboten vom Markt. Das ist dann der etwas dynamischere Ansatz und dann der wirklich dynamische ist dann eine Umkehrkerze zu nehmen und daraufhin einzusteigen. So, der Unterschied ist, und das kann man dann hier auch sehr gut dann sehen beim Handel, und zwar ist es der Stop. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich nehme das hier als Maßstab und das hier sind zum Beispiel als Risiko 500 Euro, dann muss die Aktie schon sehr, sehr weit laufen, Peter, damit du daraus 1.000 Euro und mehr bekommst. Denn das sieht man hier, die Aktie müsste bis ungefähr 325 laufen, damit ich aus 500 Euro Risiko 1.000 Euro Gewinn mache. Wenn ich sage, ich nehme den zweiten Ansatz, den ich gezeigt habe, man nimmt hier diesen kleinen Trend, der hier beispielsweise entstanden ist, um hier den Einstieg zu bekommen und ich nehme wieder mal 500 Euro als Risiko, da sieht man schon, da hat man die 500 Euro schon verdient und daraus 1.000 gemacht, wenn man entweder hier den Gewinn mitnimmt oder man zieht die Stops einfach nach und lässt den Trade weiter laufen. Man guckt also immer, wo ist der Einstieg, wo ist der Stop. Dann diese Differenz, sagt man, okay, beispielsweise, ich bin dann bereit, eben hier Summe X zu riskieren, beispielsweise 500 Euro, das kann man jetzt auch nach oben oder unten, je nachdem, wie groß euer Konto ist, sagen. Und dann seht ihr schon, okay, hier oben habt ihr halt dann die 1.000 Euro Schwelle erreicht mit dem Trade. Wenn wir die Dynamic Plus Variante wählen und man hätte jetzt die Umkehrkerze gewählt, da hat man natürlich dann nochmal eine ganz andere Beziehung. Da sieht man nämlich, dass man hier schon an dieser Stelle schon weit über 3.000 Euro verdient hätte. So, das heißt also, es geht immer darum, wo ist der Einstieg, wo ist der Stop? Einstieg, Stop. Je kürzer das ist, desto größer natürlich die Gewinnchance, also nominal nach oben bei der gleichen Wegstrecke. Das heißt, wir haben ja gesehen, wenn man hier den großen Stop gewählt hätte, hätte man hier gerade erstmal 500 Euro verdient oder man hätte auch hier an dieser Stelle schon 3.500 Euro verdient haben können. Also es kommt am Ende immer darauf an, Peter, wo steigst du ein, wo setzt du deinen Stop? Das ist reines Risiko und Money Management. Das, was ich vorhin auch in diesem Bild erklärt habe, das ist das Fundament des Tradings. Da legst du eigentlich fest, ob du langfristig ein erfolgreicher Trader werden kannst oder nicht. Denn wenn du das falsch machst, dann bist du eigentlich schon relativ schnell raus. Denn wenn das Risiko zu groß ist, und das ist bei den meisten Tradern am Anfang zu groß, dann fliegt man hier einfach raus. Und das war's. Und dann hat man 50% seines Geldes verloren. Und dann wieder zurückzukommen, ist fast unmöglich. Dann müsste man schon 100% Gewinn machen, um wieder auf die Erfolgsspur zu kommen. So, Harald fragt, wie kann man Apple traden, nachdem der Konzern heute bekannt gab, in KI einzusteigen? Die Aktie gleich im Plus von 2%. Ja, gucken wir uns an. Also, die Aktie hat hier schon seit langem einen sauberen Aufwärtstrend gehabt. Wir sind auch schon bei uns in der Aktie auch schon drinne im Portfolio, hat heute hier nochmal ein neues Hoch gemacht, dass die Aktie in KI einsteigen möchte. Ich denke, das ist jetzt auch nicht so das Ungewöhnlichste an Nachricht. Ich glaube, das Thema KI wird jetzt zwischenzeitlich von fast jedem Technologieunternehmen in irgendeiner Art und Weise gespielt. Ich würde gerade, wenn man jetzt nicht davor gesessen hat, das also nicht als Daytrade genommen hat, wirklich warten, wie die Korrektur jetzt aussieht nach dieser Aktie. Das heißt, ich würde auf jeden Fall eine Korrektur abwarten, bevor ich in die Aktie einsteige. Als Daytrader ist es natürlich was anderes. Da versucht man sofort reinzukommen in die Position, wenn eine Nachricht rauskommt. Dann ist man ja meistens im Minutenchart oder kleiner unterwegs. Das heißt, dann versucht man im Prinzip hier ist ja die Hand, Moment,
Handelseröffnung. Muss noch mal einmal kurz sauber machen. So ist der heutige Tag. 15 Uhr. Das heißt, als die Aktie aufgemacht hat, ist da noch gar nichts von zu sehen gewesen, dass die Aktie hier nach oben laufen wollte. Das heißt, als Daytrader hat man zum Beispiel nicht zur Handelseröffnung jetzt gesehen, dass hier jetzt irgendwas passieren soll, sondern es ist ganz, ganz ruhig gewesen. Man hat hier gesehen, dass die Aktie sich im Korrekturmodus befunden hat. Hier runter, hier rauf, hier runter, nochmal hier rauf und nochmal runter. Und erst dann kam es hier zu einem Durchbruch, so dass dann die Dynamik auch eigentlich erst viel später gekommen ist. Hier sieht man, dass die Aktie nochmal nach unten abgetaucht ist. Das heißt, die Dynamik oder die Nachricht muss eigentlich erst viel, viel später gekommen sein, nämlich als hier dann der Markt nach oben ausgebrochen ist. So, und das ist eine Uhrzeit, in der bin ich eigentlich nicht mehr unterwegs. Ich handle auch um diese Uhrzeit nicht mehr im Minutenchart. Das heißt, ich bekomme tatsächlich News wirklich nur mit, wenn sie vorbörslich erscheinen, um 15.30 Uhr die Nachricht dann auch tatsächlich vom Markt umgesetzt wird, weil ab 16.30 Uhr handle ich tatsächlich keine Nachrichten mehr, die schon vor 15.30 Uhr veröffentlicht wurden. Deswegen würde ich hier auch niemals in diesem Trade sein. Also ihr werdet niemals von mir sehen, dass ich jetzt erzähle, dass ich in einen solchen Trade hineingekommen bin und diese Aufwärtsbewegung mitbekommen habe, weil das eigentlich nicht die typische Zeit ist für einen entsprechenden Trade als Newshändler. Weil es ist 18 Uhr, das ist die Zeit, wo die meisten Amerikaner schon fast wieder im Pausenmodus sind. Deswegen, ich hätte so eine Position tatsächlich hier an der Stelle nicht bekommen. Was ich mir eben anschaue, ist jetzt tatsächlich, wie verhält sich jetzt die Aktie über die nächsten Stunden? Schafft die es, sich hier zu stabilisieren? Braucht einen neuen Aufwärtstrend? Dann würde ich halt in die Aktie einsteigen. Wenn das nicht der Fall ist und nach unten wegrutscht, würde ich die Nachricht auch einfach weggeben, weil ein Plus von 2% ist jetzt auch wirklich nichts, wo man sagen muss, das ist jetzt auch wirklich so mega stark. Da haben wir heute schon Aktien gehabt, die zur Handelseröffnung schon 8-9% hatten. Minus. Kauft man zum Beispiel für 1.000 Euro Aktien und wartet dann auf den Kursanstieg? Nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil wenn du jetzt für 1.000 Euro Aktien kaufst und wartest, kannst du unter Umständen Pech haben, dass du in einer Aktie bist, die tagelang nicht steigt. Also du brauchst schon ein System, mit dem du agieren willst. Weil wenn du keinen duplizierbaren Handelsansatz hast, also nicht weißt, wann du agieren willst, dann liegt dein Geld womöglich tagelang rum und du kommst damit nicht wirklich weiter. Das heißt, du brauchst Dynamik im Markt, entweder in der Aktie, die du gerne handeln möchtest, weil es da eine Nachricht zugegeben hat, dann bekommst du im Regelfall auch die Dynamik, die du brauchst. Wenn die Dynamik nicht kommt, dann merkst du das auch sehr schnell, dann wirst du meistens auch recht schnell wieder herausgeholt. Sascha fragt, spielt das Volumen beim Einstieg eine Rolle für dich? Ja, ihr seht auch schon hier, wenn die Nachricht draußen ist, ist das Volumen auch fast immer hoch. Das heißt also, wenn man da wirklich schaut, werdet ihr fast immer sehen, wenn eine News bekannt gegeben wird, wird auch logischerweise das Volumen fast immer ansteigen. Welche Arten von News suchst du? Na, das ist, die Frage ist nicht wirklich rund gestellt. Ich würde eher sagen, ein guter Trader findet eine News. Also der sucht nicht danach, die springt ihn geradezu an. Das können sein Arbeitsmarktdaten, das kann sein der Zinsentscheid in den USA, in Europa. Das sind sicherlich wichtige Daten. Also wenn man auf den kurzfristigen Bereich schaut, sowohl für Indizes, aber vor allen Dingen dann auch oft für den Devisenhandel bei Aktien, was jetzt mein Hauptaugenmerk ist, da sind es oft dann eben Unternehmensnachrichten. Das heißt, jetzt sind wir ja in der Berichtssaison und dann schaue ich halt, welche Nachrichten da rauskommen und wie geht der Markt mit dieser Nachricht um. Also als Daytrader, wenn ich im Minutenchart bin, dann sieht man ja innerhalb von 3-4 Minuten, was passiert und wird dann entsprechend eine Position eben auch eröffnen. Sollte die Position dann nicht ziehen, schließt man sie halt wieder. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn eine Nachricht rauskommt, wenn es entsprechend Dynamik da ist, dann fällt einem das sofort an. Besonders gute Nachrichten sind eigentlich immer, wenn ein Unternehmen bessere Zahlen als erwartet hat oder schlechtere Zahlen als erwartet. Das sind eigentlich die besten Trades. Dann auf jeden Fall Übernahmen, Kapitalerhöhungen, das sind die Dinge, auf die ich immer achte, weil man danach wirklich sehr, sehr gut
entsprechend auch seinen Handelsansatz ausrichten kann, der duplizierbar eben funktioniert. Das ist eben wichtig. Robert fragt, was kostet DPA so ungefähr? Ich kann es dir auch wirklich nur so ungefähr sagen, weil ich keine Ahnung habe, aber es liegt unter 100 Euro. Ich meine irgendwie 89. Spielt die Richtung des entsprechenden Index eine Rolle? Fragt Sascha. Nein. Wenn du eine Nachricht hast, ist es, ich sag mal, wenn ich jetzt den S&P 500 nehme oder den Nasdaq beispielsweise, dann schauen wir uns einfach mal an, wie der jetzt gerade momentan läuft. So, dann sehen wir, der Markt im Tageschart geht hier nach oben. Das gleiche gilt auch für den Nasdaq-Index. Also auch da sehen wir, dass der Index nur nach oben läuft. Trotzdem gibt es ja Aktien, die auf dem Weg nach unten sind, wo es starke Bewegungen gibt. Beispielsweise hier heute bei OMC, wo es ein großes Gap gegeben hat und die 10% im Minus ist. Die war am Anfang nicht ganz so schwach, zwischenzeitlich sogar 11% im Minus. Und da ist es einfach nur wichtig, welche Nachricht steckt dann gegebenenfalls dahinter und wo man sich dann entschließen kann, das zu handeln. Der Index selber spielt in dem Moment keine Rolle. Die Aktie ist ja auch eigentlich auf dem Weg nach oben gewesen. Wenn man sich das anschaut, die hat gerade ein neues Hoch gemacht und ist dann weggefallen. Also von daher, die Großwetterlage spielt da im Moment keine Rolle. Daniel schreibt, ich verstehe das Beispiel mit Tesla nicht, welche Nachricht Mario ist da richtig gewesen und die er umgesetzt hat. Also ich zeige das nochmal gerade. Hier, das waren die Zahlen, die rausgekommen sind von Tesla. Die waren besser, die Absatzzahlen als erwartet. Daraufhin hat es ein Gap gegeben. Der Markt ist in die Korrektur gegangen und aus der Korrektur war dann der Handel wieder möglich. So. Live-Hide, vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Ertrag. Vorläufiger Cashflow für das Q2 im ersten Quartal deutlich über den Vorjahreswerten. Was daraus machen? Ja, kommt drauf an. Ich würde Live-Hide nicht handeln, weil mir der Wert zu klein ist. Aber ich handle halt keine Aktien, die ein geringes Umsatzvolumen haben. Wenn du das kürzer hast, können wir uns das aber gleich anschauen. Dann such es einmal kurz bitte raus, dann schauen wir gleich drauf. Alex schreibt gerade, also das bezieht sich wahrscheinlich auf den Trade von Apple. Um 18 Uhr hole ich mir gerade den dritten Kaffee und bin auch nicht dabei. Ja, das ist einfach so. Um 18 Uhr ist einfach also die wenigsten professionellen Händler am Start. Ne? Also diese Bewegung, die auch vorhin gefragt wurde von Apple, da ist halt am Ende wirklich kaum noch einer, der dann da ist. Hallo Mario, nutzt du bei CapTrader das Smart Routing oder wählst du die Handelsplätze noch selber aus? Nee, Smart Routing. Alex hat noch Anmerkungen, Aktiensplits, Kapitalerhöhung, Aufnahme in den höheren Index. Genau, das sind so die Dinge, die wirklich auch mit am besten funktionieren, wie gesagt, zu den Unternehmensnachrichten selber. So, was genau meinen Sie mit duplizierbar? Können Sie das nochmal erklären? Ja, also duplizierbar heißt, dass ich immer bei jedem einzelnen Trade, den ich jetzt hier beispielsweise bei Tesla gerade gezeigt habe, hier immer nach dem gleichen Muster vorgehe. Natürlich habe ich unterschiedliche Handelssetups, genau wie jeder andere Trader auch, aber der Ansatz, den ich verfolge, ist eigentlich immer gleich. Wenn wir drei unterschiedliche beispielsweise Setups nutzen für einen Trade, weil wir können im Vorfeld nicht sagen, welches Setup jetzt greift. Wir hatten das ja hier gerade bei der Stunde. Wir hatten hier das Gap gehabt, der Markt ist in die Konsolidierung gegangen. Da gibt es den Ansatz, dass man sagt, okay, man steigt hier oben ein und das kann sein, dass man zum Beispiel sagt, ich steige grundsätzlich am Hoch ein als Handelssetup, dann macht man halt diesen Einstieg, der hier gekommen ist. Wenn man sagt, ich nehme den untergeordneten Trend, dann ist das halt auch duplizierbar, wenn man immer den untergeordneten Trend nimmt. Oder, was ich vorhin gesagt habe, die Dynamic Plus Variante ist halt, Aktie geht in die Korrektur, am Ende
Gibt es eine Umkehrkerze und ich nutze die Umkehrkerze für einen Einstieg und alles, was ich jetzt mache, ist auch wieder duplizierbar, weil ich es immer, immer gleich mache. Das heißt, egal, ob ich News Trader bin oder ob ich ganz normal wie jeden Tag mir die Aktien anschaue und mir die stärksten Aktien heraussuche, um Long zu traden oder die schwächsten Aktien, um Short zu traden, dann habe ich immer die Top 5 oder die Top 10 Aktien bei mir auf der Watchliste im Handel. Das ist das, wovon wir auch am Anfang gesprochen haben, wenn wir Aktienbesprechungen machen. Dann sind es eigentlich immer die stärksten oder die schwächsten Aktien, die man dann tradet. Und zusätzlich zur Berichtssaison guckt man sich eben sehr viele News natürlich an, die zur Berichtssaison passen oder eben die Nachrichten, die sonst auch außerhalb der Berichtssaison kommen, wie Alexander vorhin auch schon richtig geschrieben hat, Aktiensplits, Kapitalerhöhung, Übernahme und sonstige Dinge. So. Was hältst du von Charles Schwab? Ich weiß nicht, ob es da heute eine Nachricht gegeben hat. Muss man gerade schauen. So, hier haben wir jetzt schon zwei Gaps hintereinander. Einmal und auch das nächste Mal nochmal. Der Punkt ist ja, wenn man hier dieses Gap hat, dann kann man entweder versuchen, das Ganze intraday umzusetzen oder eben man wartet hier die Korrektur ab, die sich hier jetzt aufstellt. Und auch da geht es wieder darum, seinen persönlichen Handelsansatz dann zu nehmen. Entweder zu sagen, man nimmt den Ausbruch über das Hoch, dann wäre man hier eben entsprechend vor zwei, drei Stunden eingestiegen in die Aktie oder man hat gestern schon die Umkehrkerze beispielsweise für den Trade genutzt. Das heißt also, es kommt immer darauf an, was euer Ziel ist. Also wie schnell möchtet ihr Performance machen und mit welcher Trefferquote könnt ihr als Trader gut umgehen? Also nochmal, je kleiner der Stop ist, desto geringer eure Trefferquote, je höher der Stop ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Trade aufgeht, aber desto kleiner wird auch der Gewinn im Regelfall sein. Das müsst ihr für euch einmal klar haben, weil da gibt es kein Patentregel für. Weil es gibt Trader, die können unfassbar gut damit leben, wenn sie eine Trefferquote von 60% haben. Und dann ist es egal, dass deren Gewinn am Ende vielleicht weniger groß ist wie bei dem Trader, der nur eine Trefferquote von 45% hat, aber dadurch einfach viel, viel mehr Gewinn machen kann, weil ist ja klar, wenn der Stop kleiner ist, dann kann ich am Ende wirklich auch viel, viel mehr Gewinn machen. So, dann schauen wir hier nochmal. Live-Fight. So, also wenn ich eine solche Aktie sehe, im Stundenchart, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr sowas handeln wollt. Also es müsste eigentlich einem, hoffentlich jedem Trader, ich muss immer aufpassen, jedem Trader aufpassen, dass man sowas nicht handeln kann. Das ist das, was ich vorhin damit gesagt habe. Das Handelsvolumen ist so, so gering, das kann man nicht wirklich gut handeln, solche Aktien. Es ist auch shit egal, welche Nachricht am Ende da ist. Wenn ihr solche Charts habt, und wir reden hier von einem Stundenchart, wir reden hier ja nicht mal von einem 5-Minuten-Chart, der dann so aussieht. Also bitte, bitte, wenn ihr euch selber einen Gefallen tun wollt und euer Geld nicht gleich verbrennen wollt, dann lasst die Finger von solchen Aktien. Alex schreibt nochmal, duplizierbar heißt, wir handeln nach festen Regeln und nicht nach dem Gefühl. Genau. Also es sind immer feste Regeln, die ihr im Idealfall aufgeschrieben habt und diese dann umsetzt. Denn immer dann, wenn ihr ein Regelwerk habt, was ihr aufschreiben könnt, dann ist es duplizierbar. Das ist ja wie beim Fliegen, der Pilot. Natürlich kann der auch fliegen ohne seine Checkliste. Ja, ich meine, der ist ja nicht auf der Scholle daher geschwommen. Und trotzdem ist es eben so, dass er diese Checkliste hat und diese Checkliste auch benutzt. Und zwar bevor er startet, wenn er fliegt, bevor er landet und auch nach der Landung. So, und genau das macht ein Trader eben auch. Der braucht einen Ansatz, der
den er auch jemand anders erklären kann, so wie wir das auch bei uns in den Mentorings machen, dass wir einen Ansatz verfolgen, den man jemand anders erklären kann, 1:1, und den diese dann auch entsprechend umsetzen können. Wird bei DPA auch amerikanische Aktien besprochen? Ja, sind auch mit da drin. Du kannst aber auch, ich glaube, in der TWS gibt es auch, glaube ich, den Nachrichtendienst von Dow Jones für amerikanische Titel. Thomas fragt, fürs News Trading müssen die Aktien auch auf deiner Watchliste sein? Nein, sind sie im Regelfall nie. Denn die Titel, die ich auf meiner Watchliste habe, sind ja die, die entweder besonders stark sind oder besonders schwach sind. Also das heißt, ich habe immer die Top 10 Werte entweder auf der Long-Seite oder die 10 Top-Werte auf der Short-Seite. Und im News-Trading sind sie ja meistens Aktien, wo jetzt heute die Nachricht kam um 14 Uhr und ich möchte die um 15.30 Uhr handeln. Harald fragt, handelst du mit einem Trailing-Stop? Auf gar keinen Fall. So, kannst du bitte erklären, was eine Umkehrkerze ist und da noch ein Beispiel zeigen? Ja, wir hatten ja gerade das Beispiel gehabt von Tesla. Das ist eine Umkehrkerze. Also Umkehrkerze bedeutet, das ist der Verlauf einer Periode. In dem Fall ist es der Stundenchart. Die Aktie macht hier auf, ist im Tagesverlauf nach unten gefallen oder in der Periode, in der Stunde, ist dann wieder nach oben gelaufen, hat hier oben geschlossen. Das heißt, wir haben eine lange Lunte, so nennt man hier diesen Strich, der hier nach unten geht, hat einen kurzen Docht hier oben wie bei einer Kerze und hat einen kleinen Kerzenkörper. Das ist eine Umkehrkerze und wenn man handeln möchte, kann man die zum Beispiel auch nutzen. Allerdings, nicht jede Umkehrkerze bringt den Erfolg. Es ist hier wichtig, die richtige Verankerung zu haben, also zu schauen, an welcher Stelle ist diese Umkehrkerze und geht die auch in die Richtung, in die ich handeln möchte. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Weißt du, was heute in LGN los war? Nee, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Und wie kann man Trader News, kann man auch die Trader News spezieller Agenturen nutzen? Ich weiß nicht, was du damit meinst, Frank, welche Agenturen? Also wenn es kein offizieller Nachrichtendienst ist, der Ad-Hoc-Mitteilungen rausschickt, wie beispielsweise eben DPA, dann wüsste ich jetzt nichts, was mich wirklich interessiert. Mich interessieren eigentlich nur Ad-Hoc-Nachrichten, also Pflichtveröffentlichungen, alles andere bin ich nicht mit dabei. Also da steige ich aus, weil das interessiert mich nicht. Mir interessieren wirklich nur Nachrichten, die alle professionellen Händler zur gleichen Zeit bekommen. Alles, was irgendwie privat verschickt wird, auch in diesen ganzen Boards oder was auch immer, lese ich gar nicht. Habe ich auch gar keine Zeit für, das zu machen. Mal abgesehen davon, wer schreibt denn eigentlich in einem Board, egal ob das jetzt Discord ist oder Facebook oder wo auch immer, eine Nachricht? Derjenige, der die Position schon hat und möchte, dass irgendein anderer diese Position auch noch kauft. Also das macht halt keinen Sinn. Also entweder kaufe ich die Position als einer der Ersten oder ich lasse es halt sein. Daimler Truck hat gerade Gewinnerhöhung. Interessant, ja nur, wenn sie steigt. Das ist der Punkt. Wenn sie nach oben läuft, dann ist das total super. Wenn sie nicht nach oben läuft, dann interessiert mich das nicht. Also das ist eigentlich immer das gleiche Muster, genau wie hier bei Tesla. Das könnt ihr als im Prinzip als Schablone nehmen. Es kommt eine Nachricht, hier entsteht das Gap, die Aktie korrigiert, läuft nach oben, dann möchte ich die Aktie handeln. Wenn ich Daytrader bin am gleichen Tag, wenn ich nicht Daytrader bin, dann eben am Folgetag. Das ist eigentlich wichtig, weil es nützt ja nichts zu sagen, ich möchte gerne als Daytrader arbeiten, aber ich sitze halt nicht davor, wenn die Nachricht kommt. Ich brauche die nicht eine halbe Stunde später zu handeln. Also entweder kommt die Nachricht und ich komme sofort rein oder ich lasse es eben sein. Dann handle ich sie lieber auf Stundenbasis und dann aber am nächsten Tag. Das ist das,
den Ansatz, den ich jetzt seit mehr als 25 Jahren nutze und das auch sehr erfolgreich. Und alles andere will ich gar nicht sagen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert, kann ich gar nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie andere handeln. Interessiert mich auch als Trader nicht, weil ich habe jetzt zwischenzeitlich 64.000 Trades gemacht und immer nach einem ähnlichen Herangehen, zumindest die letzten 23, 24 Jahre, und der Rest ist eigentlich egal. Also es gibt viele Ansätze, viele Wege, die nach Rom führen. Die Frage nur, ist es duplizierbar? Kannst du das für dich genauso umsetzen? Das ist, glaube ich, sicherlich wichtig, weil es nützt halt nichts, etwas zu kopieren von irgendwas, wenn du es selber nicht umsetzen kannst, weil du es nicht verstehst oder weil du eben sagst, das ist nicht meins, ich kann mit dem Risiko nicht umgehen oder. Das ist eben etwas, was nicht funktioniert. Es funktioniert wirklich nur dann, wenn es ein duplizierbarer Handelsansatz ist, wo du auch selber Vertrauen in das System und in dich hast. Das ist wirklich wichtig. Nur wenn du das hast, kannst du wirklich dauerhaft erfolgreich an der Börse handeln. Ich hatte letzte Woche noch ein Gespräch mit einem Kunden hier bei uns im Haus, der sagte auch, ich weiß nicht, ob ich mir zutraue zu handeln, ob das wirklich meins ist, zu traden. Die Antwort, die ich ihm gegeben habe, wenn du nicht das Vertrauen hast, in dich selber zu handeln, lass es sein. Und das ist mir dann auch egal. Also der Kunde, ich tue dem Kunden keinen Gefallen damit oder mit dem Interessenten, dann das zu tun. Wenn er selber nicht das Vertrauen in sich hat, das zu machen, dann macht es keinen Sinn. Dann sollte man das nicht tun. Wenn du das Vertrauen in dich hast, aber keinen duplizierbaren Handelsansatz hast, dann hast du natürlich auch ein Problem. Dann hast du zwar selber bist von dir überzeugt, aber wenn du kein System hast, was dir, ich sag mal, im Monat nicht mindestens 5% einbringt, besser mehr, dann stehst du halt noch am Anfang und brauchst eigentlich einen duplizierbaren Handelsansatz. Solltest du noch im Minus sein mit deinem Trading, dann brauchst du dringend Unterstützung, weil ansonsten kommst du da nicht raus. Das muss man auch ganz klar sagen. Dann solltest du auf jeden Fall schauen, ob der Ansatz, den ich nutze, den auch viele hunderte von Kunden von uns nutzen, ob das was ist, was für dich passend ist. Wenn ja, dann trag dich ein für ein Beratungsgespräch. Aber du musst halt wirklich schauen, passt der Ansatz, magst du duplizierbar handeln? Das führt am Ende aus meiner Sicht zum Erfolg. Alles andere ist schwierig. Und Investing.com als Nachrichtenplattform kann ich nicht sagen, nutze ich nicht. Die Daten, die dort kommen, sind hauptsächlich für Wirtschaftsdaten. Dafür kannst du es natürlich nutzen. Ob die aber News haben und vor allen Dingen News in Realtime, kann ich dir gar nicht sagen. Wäre mir neu, dass es hier Realtime Nachrichten gibt, Peter. Das sind im Regelfall tatsächlich keine Realtime-Daten. Man braucht gute Kenntnisse in der technischen Analyse. Nee, das würde ich nicht so unterschreiben, Frank. Technische Analyse, ich habe ja meine Ausbildung als Charttechniker gemacht. Ich glaube, das braucht man nicht. Was du aber brauchst, ist Marktverständnis grundsätzlich und du brauchst, wie gesagt, einen Ansatz, der duplizierbar ist. Also ich sag mal, das, was ich seit, ich sag mal, gut 60.000 Trades mache, die ersten 4.000 oder 5.000 mal auslassen, da habe ich auch viel rumprobiert. Aber ich sag mal, die letzten 50.000 Trades sind alle nach dem gleichen Muster passiert. Also es ist ein Ansatz, der, wo du mich nachts wecken kannst, zeigst mir ein Chartbild und ich zeig dir, wie man einsteigt oder wie ich da einsteigen kann. Das ist halt relativ einfach. Oder ich sage, nee, ist nicht handelbar, wie vorhin mit Apple. Ist zwar schön, dass die Aktie nach oben gelaufen ist, aber zur falschen Uhrzeit. Und da kann man zwar versuchen, reinzukommen und vielleicht kriegst du es auch profitabel hin, ist aber kein Ansatz, den man duplizieren kann. Also, weil es einfach eine sehr bescheidene Uhrzeit ist und irgendwie im Laufe des Tages aus dem Nichts herausgekommen ist. Aber grundsätzlich, also eine charttechnische Ausbildung braucht man nicht. Man muss aber wissen, wie ein Markt funktioniert. Und was wir halt machen, ist das Zusammenspiel aus, ich schaue auf einen Chart, nutze einen Momentum-Ansatz, einen markttechnischen Handelsansatz, der duplizierbar ist, den wir in den letzten zwei Jahrzehnten immer weiter verfeinert haben, wo wir auch schauen, okay, wie können wir herausfiltern, was sind die stärksten Aktien, was sind die schwächsten Aktien, wo bekommen wir das größte Momentum, auch nachdem wir eingestiegen sind. Und
das ist eigentlich das, was wir machen. Das heißt, also wir suchen dann solche Aktien eben raus wie hier bei Nvidia, wo wir nicht erst einsteigen, wenn die Aktie so wie jetzt schon weit vorne ist, sondern wo wir versuchen, hier nach einem starken Anstieg aus der Korrektur hier rauszugehen. Hier sind wir nämlich eingestiegen in Nvidia, als die hier über das Hoch markiert ist. Ist auch nachzuvollziehen. Wir haben das auch bei uns im Rahmen des Screening-Dienstes drin. Die Aktie hier ist der Einstieg. Und seitdem hat die Aktie halt, und das kann man hier auch wieder rum gut sehen, weit, weit über 50%, zwischenzeitlich sogar 60% Performance gemacht. Und das ist eben das, was wir tagtäglich in unserem Trading eben machen. Wir suchen eben nach Aktien, die sehr, sehr stark sind, so wie jetzt hier. Und wenn News kommen, nutzen wir eben die News. So, dann würde ich sagen, kommen die letzten zwei Fragen, die nehme ich noch mit. Man braucht also auf jeden Fall, achso, das hatten wir schon mit der technischen Analyse. Und um wie viel Uhr startest du morgens? Tatsächlich zum offiziellen Handelsstart des Cetra-Handels um 9 Uhr ist die erste Session, die ich mir anschaue. Ich komme morgens im Regelfall um 8.30 Uhr bei uns ins Handelsbüro. Da hat mein Team dann schon die Morgenanalyse gemacht, hat also schon geschaut, okay, wie sind die Indizes in den USA gelaufen, in Asien gelaufen, welche Nachrichten sind heute die spannenden. Das heißt, die haben schon die Sachen rausgesucht. Da gucke ich dann morgens einmal 10 Minuten drüber, ziehe mir noch meinen Kaffee und kann dann um 9 Uhr loslegen. Das Gleiche gilt für nachmittags. Ich bin dann mittags immer 2, 2,5 Stunden aus dem Büro raus, fahre nach Hause, koche, und kommen dann wieder um 15 Uhr, 15.15 Uhr. Auch da ist dann schon geschaut, welche Nachrichten sind heute relevant. Das war zum Beispiel AT&T, glaube ich, heute gewesen. Wenn das Kürzel T war, ist das AT&T. Ich guck mal gerade. Schupp, ja, da ist es. Die haben hier heute Morgen schon ein großes Gap hingelegt gehabt, gleich zur Handelseröffnung. Und jetzt gibt es hier eben mehrere Möglichkeiten. Die eine ist eben Intraday, die andere ist eben morgen zu schauen, ob wir dort ein starken Einstieg bekommen in diese Aktie. So, das heißt also, Handelsvorbereitung normalerweise als Trader eine Viertelstunde, kann vielleicht am Anfang auch als Daytrader auch 10 Minuten länger dauern, also sagen wir ruhig eine halbe Stunde, aber dann ist eigentlich die Handelsvorbereitung gegessen und dann geht es eben darum, um 9 Uhr dann zu starten oder eben um 15.30 Uhr, wenn dann die amerikanische Börse aufmacht und dann bin ich so eine Stunde, anderthalb Stunden im Handel. Früher habe ich 14 Stunden gearbeitet, von morgens 8 Handelsvorbereitung bis 22 Uhr, bis die Börsen geschlossen haben. Heute, wie gesagt, das Ganze zusammengedampft auf die Handelseröffnung, sowohl im deutschen als auch im amerikanischen Markt. Und danach verabschiede ich mich wieder aus dem Handel. Nicht, weil ich die Performance nicht möchte, sondern weil ich zwischenzeitlich andere Dinge habe, die in meinem Leben wichtiger sind, als 14 Stunden zu arbeiten. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn er das fast 30 Jahre gemacht hat und da sein Vermögen mitgemacht hat. Dann setzt man die Prioritäten nochmal anders. Aber das Nachrichtentraden ist nun mal das, was das meiste Geld bringt. Und das nutze ich dann auch entsprechend gerne für mich. Alexander schreibt noch, und da den habe ich jetzt heute schon ein paar Mal öfter erwähnt, und das ist wirklich ein extrem guter Händler. Wir sind oft im Austausch miteinander, der hat damals auch alle Ausbildungen auch bei uns gemacht. Und er schreibt jetzt gerade noch, mir reichen auch die 4 Stunden am Vormittag im US-Handel. Genau, das ist eigentlich das Ding. Und dann muss es gut sein. Und dann hat man im Regelfall sein 4-stelliges oder 5-stelligen Gewinn gemacht. In den meisten Fällen 4-stellig. Und dann darf man da einen Haken dran machen und kümmert sich dann eben, wie du, Alex, oder ich auch, dann eben um seine Familie, um die Kinder oder eben um den Hund. Also das, was eigentlich Priorität haben sollte. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für die vielen, vielen Fragen. Frank fragt noch, wo kann man die Ausbildung machen? Vielleicht da tatsächlich den kurzen Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt bei mir einfach auf die Webseite gehen, auf Mario Lüdemann. Und dann habt ihr es eigentlich schon. Da findet ihr eigentlich alle wichtigen Informationen. So, und dann kann man hier auf Ausbildung und dann auf Trading beispielsweise gehen. Und dort könnt ihr kostenlos auch eine Beratung vereinbaren und dann von dort aus schauen, ob das was für euch ist oder eben nicht. So, danke Mario, auch an Alex fürs Reingrätschen.
Super, vielen Dank für das Webinar. Ja, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein paar Sachen mitnehmen für euch. Für mich ist es immer so, wenn ich in ein Webinar gehe oder auch in ein Seminar, freue ich mich immer, wenn ich ein, zwei Teile für mich mitnehmen konnte. Denn das ist eigentlich wichtig beim Trading. Man kann eigentlich nicht genug lernen. Es gibt immer wieder etwas, wo man was mitnehmen kann, vor allen Dingen, wenn man mit erfolgreichen Händlern zusammen ist. Deswegen freue ich mich eben auch immer über den Austausch mit auch Teilnehmern von uns, die super erfolgreich unterwegs sind, weil die plötzlich auch eigene Strategien entwickeln, die man super umsetzen kann. Und deswegen bin ich auch immer im regen Austausch mit all denen, die da auch wirklich Lust zu haben. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ich gehe wieder zurück an CapTrader.